Hallo und herzlich willkommen heute zu einer fröhlichen Ballerei mit diesem Spiel. XIII oder auch 13 aus dem Jahre 2003. Ein Shooter mit einer interessanten Optik, den man auch in Full HD spielen kann, wenn man eine INI-Datei bearbeitet. Link packe ich euch unten in die Beschreibung. Jetzt gucken wir uns das schöne Spielchen aber mal an hier. Ich habe mal ein Profil angelegt, mehr habe ich nicht gemacht. Und hier kann man jetzt wunderbar sagen, fortsetzen oder verlassen. Also hier schon so ein bisschen gemacht wie so ein Comic. Finde ich schon mal ganz nett. Ich sage hier mal neues Spiel. Und dann geht das Intro los. Ich glaube, Cell Shading nennt man das. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, dieser Grafikstil. Dass man nicht der Bösewicht ist. Ja, ich werde das Werk, das mein Bruder William begonnen hat, fortsetzen. Und ja. Es wird wieder ein Sheridan ins Weiße Haus einziehen. Okay, das klingt so ein bisschen, als hätten sie da die Kennedy-Geschichte aufgegriffen. Sind Ihre Sesselfurzer vom FBI in der Lage, die Mörder von Sheridan zu fassen, Colonel Amos? Ich bezweifle es. Behalten Sie Ihre Meinung für sich, General Carrington. Wie Sie wissen, können wir ohne Beweise keine Untersuchung führen. Niemand kann mich davon abhalten, meine eigene Nachforschung anzustellen. Verstehen Sie, Amos? Niemand! Nummer 13 wird nicht mehr lange ein Problem sein. Okay, scheinbar übernehme ich die Rolle des geheimnisvollen Römisch 13. Meine Herren, die Operationen können beginnen. Janet, ich habe meine Runde beendet. Brauchst du mich noch in diesem Sektor? Okay, ich kehre zur Zentrale zurück. Scheint ein ruhiger Tag zu werden heute, was? Hast du heute Morgen das Meer gesehen? Hey, Moment! Ich rufe zurück. Ist schon cool gemacht, so mit diesem Schnitt. Sieht nach einer Schussverletzung aus. Ihre Beine bewegen. Ich kann mich an nichts erinnern. Jo, geht mir auch manchmal so. Schaffen Sie es bis zum Pickup? So, mal gucken, ob wir es zum Pickup schaffen. Also, es ist jetzt kein Grafikfehler, das ist nur mein maroder Zustand, der hier wiedergespiegelt wird. Der Helikopter. Ich erinnere mich. Wir haben sich den letzten aus dem Boot. Sofort! Tim hier, hörst du mich? Durchsucht alle Kabinen! Da ging offensichtlich was schief. Sir, können Sie mich hören?
Ich werde Sie zum Rettungsposten begleiten. Versuchen Sie zu gehen. Vorsicht! Verdammt! Da bin ich wohl hingefallen, ne? Sie sind zu schwach zum Laufen. Checkpoint erreicht. Ich bin's, Janet. Ich habe gerade einen Verletzten am Strand von Brighton aufgelesen. Er hat keine Papiere und kann sich an nichts erinnern. Ich würde ihn gerne scannen. Hast du Zeit? Eine Stunde? Sind schon unterwegs. Können Sie sich immer noch nicht erinnern? Ich habe diesen Schlüssel in Ihrer Tasche gefunden. Sagt Ihnen die Winslow Bank etwas? Hier, bitte. Nee, nicht wirklich. Wer ist da? Oh, das klingt auch nicht so gut. Hier. Das mit diesem Tatatatatata ist auch irgendwie cool gemacht. So, jetzt habe ich anscheinend hier ein... Hallo? Ja, schlechter Moment. Sag morgen gut, dass wir das Ziel erfasst haben. Ich melde mich, wenn wir fertig sind. Kommt her, Jungs. Er lebt, aber übel zugerichtet. Ja, das war doch mal relativ erfolgreich. So, jetzt habe ich da auch hier eine Pistole, oder? Jawohl. Hier geht's schon mal nicht raus. Wumme hier in der Hand. Da liegen auch gerade so Magazine rum. Oh, da kommt noch ein Schrauber. Ich kann mich auch ducken. Da gibt es auch einen Erste-Hilfe-Kasten. Springen kann ich auch. Komme ich jetzt hier runter? Kann ich hier drüber springen? Nicht wirklich. Da geht's wahrscheinlich weiter. Meine zittrige Hand hier. Ja, cooler Auftritt, hat aber auch nichts genutzt hier. Das ist die Knabberhalle, ey. Geht auch, was wäre doch vom zweiten Schussmodus. Der ist aber irgendwie nicht ganz so effektiv, habe ich den Eindruck. Da steht auch wieder einer.
Nachladen. Auch der muss nachladen. Schmissige Muskel. Da gibt's einen Schlüssel. Kann ich hier Auto fahren oder was? Level abgeschlossen. Okay. Ich kann da gar nicht so viel erzählen, ne? Ich finde die Grafik hier jetzt schon mal irgendwie ganz spaßig gemacht. Wie gesagt, diese Comic-Abschnitte und auch diesen gezeichneten Shooter finde ich schon irgendwie auch interessant. So, sonst hat man das ja eher so, diese realistische Darstellung. Und hier ist es halt wirklich schon, man spielt halt einen Comic. Auch wenn ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig weiß, in welchem Jahr ich mich eigentlich so richtig befinde. So, gelangen Sie in den Tresorraum, schonen Sie das Bankpersonal. Okay. Wie komme ich jetzt in den Tresorraum und schone das Bankpersonal? Kann man hier irgendwie Mr. quatschen? Roland? Es ist so lange her. Oh, der kennt mich. Ich nehme an, Sie möchten an Ihr Schließfach. Jawohl. Dürfte ich Ihren Schlüssel haben, bitte? Na klar. Folgen Sie mir bitte. Mach ich doch. Oh, das geht doch hier nicht gut. Wenn ich hier durchgehe, dann fiebt doch alles. Wie Sie feststellen können, haben wir unser Sicherheitssystem verbessert. Wo sind meine ganzen Knarren hin? Heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein, nicht wahr? Genau, sagt das und fängt dann an, hier vor meinen Augen da so eine Hallo PIN James. Einzutippen. Mr. Roland möchte an sein Schließfach. Guten Tag, Mr. Roland. Hi. Es befindet sich immer noch am Ende des Saals. Na, logisch, weiß ich doch. Am Ende des Saals. Jetzt darf ich ganz alleine hier reinmarschieren, oder was? Das finde ich nett. Mein Schließfach, wo ist mein Schließfach? Oh, da ist mein Schließfach. Dann machen wir das mal auf. Der Timer. Okay. Was ist jetzt passiert? Carrington hatte recht. Sie haben angebissen. Schau dir die Beweise an. 20 würde töten, um sie in die Hände zu bekommen. Ist das hier so ein Flashback oder was? Wir werden sie alle dran kriegen. Von Nummer 20 bis Nummer 1. Okay, Nummer 20 bis Nummer 1. Bin ich mit 13 irgendwo fast in der Mitte, ne? Und jetzt? Achso, ich stand hier im Weg, deswegen ging da nichts. Und der Einsatz auf diesem seltsamen Boot? Geheim was? Ist das wieder eine Idee von dieser Frau? An deiner Stelle wäre ich vorsichtig. Sie macht nur Ärger. Los, mach die Bombe scharf. Sie redet doch da offensichtlich mit irgendeinem, oder? So, was passiert jetzt? Wahrscheinlich passiert jetzt, ich laufe mal weg hier. Mr. Roman, was ist los? Ja, diese Klon. Die hat's rumgemacht, das ist los. Ich habe wieder keine Knarren hier. Was ist denn das für ein Mist? So. Ich bin in meine eigene Falle getappt. Achso, habe ich die Bombe gelegt oder was? Sicherheitssystem. Wie lässt man die Gitter herunter? Okay.
Oh, ich hab doch. Das war knapp. So, jetzt habe ich ja wieder eine Knabber. Gut, hier ist. Stellenweise sind halt hier diese Grafiken auch ein bisschen, sagen wir mal, sehr 2D, oder? Jetzt hier mit dem Stuhl wiederhauen. Na, noch jemand mit dem Stuhl. Bitte mal alles gut. So, du gehst jetzt hier weiter. Hier, Leute, ich lang. Na komm, trau dich. Ist wahrscheinlich gut, wenn ich jetzt hier niemanden erschieße. Tür ist verschlossen, aber was haben wir hier? Wieder was. Das ist ja cool, ne? Tap, 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 er kommt näher. Tap, 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 tap. Oh. Gut, weiß er Bescheid, ne? Also die begrüßen mich wahrscheinlich jetzt nicht mehr so nett hier. Sind Sie schwerhörig? Ich dachte, man hat mich noch am Leben. Informieren Sie Mongoose, er muss herkommen, sofort. Ihr Schwachköpfe! Tap, 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 tap. Moment. Stuhl. Hat jetzt nicht so gut geklappt mit dem Stuhl, ne? Da ist doch ein Medipack. Und nu? Da sind komische Zeichen. Da ist ein altes Telefon. Da ist Bild vom Direktor. Wo zur Hölle steckt der? Komm, der kann mich doch gar nicht gehört haben. Solche Schleichen kann ich hier nicht, ne? Wollen wir erstmal noch auf die Kugeltour machen? Oh, kann ich gar nicht. Habt ihr gesehen? Ich kann die gar nicht erschießen. Mein Leben ist gleich dahin. Aber ich glaube, hier hinten liegt wieder so ein Medipack, genau. Der macht aber gar nichts, dieser Medipack, oder? Ist ja doof, wieso macht denn der nichts? Ich hatte eben schon 36, oder war das niedriger? Die Tür ist keine Tür. Jo, ne? Und nu? Ich komme hier irgendwie nicht weiter. Gibt es irgendwie so eine Karte? Gibt es auch nicht. Was kostet das? 6 Euro, glaube ich, ne? Bei GOG. Können wir hier den Schreibtisch irgendwie untersuchen? Können wir auch nicht. Gut, wenn die liegen, liegen die, ne? Also da ist. So schnell stehen die dann nicht mehr auf. Hier war doch eben so eine verschlossene Tür. Menno, wie geht denn das jetzt hier weiter? Muss ich jetzt hier runterspringen oder was? Nee, oder? Muss ich hier einmal mit dem Block rennen?
Aber dann macht doch diese Abschnitte in diesem Zimmer überhaupt gar, gibt doch gar keinen Sinn, wenn ich da hinlaufen müsste. Kann ich mit dem Fahrstuhl fahren? Nee, obwohl er mir doch irgendwie anzeigt, dass ich so ein Schlüsselsymbol hätte. Oh, hier ist so ein Treppenhaus, da können wir doch mal runtergehen. Oder sind wir da nicht hergekommen? Hier sind wir doch hergekommen. Ja, hier sind wir hergekommen. Unverkennbar. Da liegen sie nämlich rum. Dann gehen wir doch mal rum. Geht nicht. Dann gehen wir doch wieder hier hin. Hier ist jetzt irgendwie... Weiß ich nicht. Hier war auch zu. Da habe ich keinen Schlüssel. Das mit dieser Alarmglocke, das ist ganz schön nervig auch ein bisschen, ne? So, schauen wir weiter. Was haben wir hier? Hier waren wir überall und haben nichts gefunden. Der hat mir das ja eigentlich auch mal ganz schön so ein bisschen hervorgehoben, wenn es irgendwo was zu sehen gab, ne? Ja, die kann ich jetzt nochmal boxen, wenn sie auf dem Boden liegen? Das machen wir doch nicht. Ah, hier geht's weiter. Okay, der Weg ist also doch relativ stark. Ein verfluchter Alarm. Wenn der Kerl eine Geisel nehmen würde, könnten wir dieses Mistding ausschalten. Oh mein Gott! Okay, ich habe jetzt nochmal Knickkarte. Aber hier ist nichts mit Geiseln nehmen. Um die Geisel freizulassen, drücken sie auf E. Aber ich habe die doch gar nicht, die Geisel. Doch, jetzt habe ich die Geisel. Ich nehme mal die Geisel hier mit. Ja, wie. Okay, 13 wurde getötet, wohl in Frieden. Erneut versuchen. Wo geht's jetzt wieder los? Okay, da geht's los. Vielleicht? Ich weiß noch nicht so richtig, was ich jetzt hier falsch gemacht habe. Wenn eine Geisel nehmen würde, könnten wir dieses Mistding ausschalten. Ich glaube, das ist Schleichen. Aber ich weiß noch nicht so richtig. Sie können Faustwaffen benutzen. Der Feind stellt das Feuer ein, wenn die Geisel in seine Richtung gehalten wird. Aha. Ja, überhaupt nicht Feuer einstellen. Der stellt doch kein Feuer ein. Nee, das mit der Geisel, das verstehe ich gerade nicht. Na gut, aller guten Dinge sind drei. Ah, dieser verfluchte Alarm. Wenn der Kerl eine Geisel nehmen würde, könnten wir dieses Mistding ausschalten. Vielleicht muss ich E drücken und nicht Angriff. Wir probieren mal E. Oh mein Gott! Ah ja, das ergibt jetzt Sinn. So, hier brauchen wir die Karte. Das sieht so ein bisschen merkwürdig jetzt aus, ne? Okay, jetzt macht er nämlich nichts hier. Hä? Wer hat denn da jetzt auf mich geschossen? Los geht's. Aller guten Dinge sind vier. Wenn der Kerl eine Geisel nimmt. Oh mein Gott! So. Ja, Mädel, du wolltest doch, dass der Kerl eine Geisel nimmt. Also sei doch froh.
Oh, da sind zwei Stück. Okay, verstehe. Ich habe doch die Geisel in eure Richtung gehalten. Aber wahrscheinlich darf ich die Jungs nicht angreifen, oder? Alle guten Dinge sind fünf. Wenn der Kerl eine Geisel nimmt. Oh mein ja, Gott. Ja, komm, hier ist noch die Geisel. So, weiter geht's. So, wir versuchen jetzt mal, das mir so zu machen. Nicht mehr ganz so gesund hier, ne? Ich stelle mir jetzt gerade so in echt vor, hat man so in einem Arm eine Geisel, geht auf diese bewaffneten Wachen zu und prügelt dann einfach auf die einen. Und die stehen dann da und kommen nicht so auf die Idee, die Geiseln mal wegzunehmen oder irgendwie sowas. So, jetzt habe ich die freigelassen, hoffe ich. Was kein Fehler. Es sind mehrere, brauchen Verstärkung. Hey, du, stehen bleiben! Weg mit der Waffe! Ja! Oh. Hier würde ich mich jetzt so langsam mal wieder um ein Medipack freuen. Das waren offensichtlich jetzt auch ein paar Böse, die da waren, die durfte ich nämlich erschießen. Oh, hier ist doch ein Medipack. So, 22. Großes Medipack. Muss ich das irgendwie... Ah, mit F? Da muss man irgendwie drauf kommen, oder? Mit F konnte ich diese Medipacks auch verwenden. Oh, jetzt habe ich ein Schrotgewehr. Dachte ich. Ja, jetzt habe ich ein Schrotgewehr. Tap, 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 da kommt doch einer. Zeige ich doch. Hier brauche ich, glaube ich, ein bisschen mehr Präzision. Zentrale, hier Wagen 5. Ein Team ist bereits vor Ort. Wie komme ich jetzt hier weiter? Da ist doch eine Leiter. FBI, lassen Sie Ihre Waffe fallen. Okay, aber das ist doch hier irgendwie mein Chef, oder? Steve Rowland. Ich verhafte sie wegen Mordes an William Sheridan. Ach nee. Ach, die wollen mir den Mord jetzt anhängen, an den Präsidenten oder was? Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie von nun an sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht. So von der Mucke her ist das so 60er, 70er, oder? Da war doch gerade was. Wenn man sich an nichts erinnern kann.
Töten Sie keine FBI-Agenten. Begeben Sie sich zu den Aussage haben Sie behauptet, dass Sie sich nicht wie ein Killer fühlen. Rührend. Aber Sie werden verstehen, dass ich mich nicht mit Gefühlen zufrieden geben kann. Für mich zählen Beweise. Und die sind erdrückend. Emery, die Bilder bitte. Schauen Sie sich dieses Foto an. Sehen Sie den Einschlag am Hinterkopf? Wo ist die Kugel Ihrer Meinung nach hergekommen? Dieses Gebäude dort, sehen Sie? Es liegt genau in der Schusslinie. Und wen haben wir hier? Bin ich. Nun, muss ich erst einen Spiegel besorgen? Oder wollen Sie endlich die Tat gestehen? Agent Scott, auf Leitung 1. Also, wo ist die Akte? Schlechte Nachrichten, Colonel Amos. Steve Rowlands Militärakte ist aus dem Pentagon verschwunden. Die Jungs dort bestätigen, dass ihr Mann vor 2 Jahren auf einer Mission in Mexiko getötet wurde. Nun, dann haben wir eine kleine Überraschung für seine Witwe. Aber bevor wir ihre Auferstehung bekannt geben, Captain... Was zum Teufel geht hier vor? Hey! Nicht bewegen. Ich werde dich von den Handschellen befreien. Schön, dich zu sehen, Steve. Da hätte ich ja schon ein bisschen Schiss im echten Leben. So, was mache ich jetzt? Hör zu, Mongoose hat dich entdeckt. Wir treffen uns auf dem Dach. Und lass die FBI-Männer am Leben, okay? Die Frau aus der Bank. Okay. Die Frau aus der Bank? Welche Frau aus der Bank denn? Ich muss erstmal hier irgendwas in die Hand nehmen. Machst du Witze? Wir haben jetzt gleich... Warte! Sie haben gerade die Tür hochgejagt, oder? Hm? Was? Haben die eine Ahnung, mit wem sie es zu tun haben? Alarm! Nicht schießen! Der hat auch eine Knarre gehabt. Die will ich aber auch aufsammeln. Das gibt mir mit Sicherheit auch Munition. So, oder später brauche ich das bestimmt. Mal um. Einfach mal wilde Zerstörungswut. Was haben wir jetzt hier? Oh, hier ist doch Luftdings, Luftschacht. Keine Ahnung, aber sie haben einen Raketenwerfer. Keine Ahnung, was die beiden Plätze sind. So, ich muss ja irgendwie zum Dach kommen. Nein, wir sollten die Position halten. Roger, wir bleiben in der Nähe von Sektor B. Wahrscheinlich komme ich hier jetzt wieder nicht durch, oder? Ja, fällst du um? Der war durchtrainiert, ja? Oh, verflixt. Dann doch wieder hier. Weiß man nicht, ne? Das war jetzt aber ein anderer. Der war bestimmt nicht vom FBI. Ist das der FBI-Fitnessraum? Kann ich den nutzen? Okay.
Was ist das denn? Wer macht denn sowas? Bin ich in der Matrix oder was? Hier bin ich doch irgendwo lang gekreucht, ne? Hier ist wieder eine Tür. Das sind hier alles zugemauerte Türen. Okay, die kann ich erst gar nicht aufmachen. Ach, hier ist eine Tür, die habe ich gar nicht gesehen. Da geht es bestimmt weiter. Oh. Okay, hoffen wir mal, dass es böse Jungs waren. Und nicht die netten Jungs vom FBI. Verstecken Sie den Verdächtigen. Alle Dinge ist erschossen. Sauhund. Das ist ein Schrank und der arme Kerl steckt jetzt mit seinen Beinen in der Schranktür. Aber hier ist auch eine Tür. Die kann ich aber nicht aufmachen. Hier ist aber wieder irgendwas. Die sich da durchgeschickt oder was? Was ist denn jetzt? Was heißt denn hier, er ist es? Der kann mich doch unmöglich gesehen haben. Der kann doch gar nicht gesehen haben, dass ich es bin. So, klick, 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 alle. Und jetzt geht's aber ab hier. Ui, das war eine knappe Nummer. Ja, das hat sowas mit 60er. Oh. Na, die stecken ganz gut ein. Also ich habe übrigens in den Optionen Alarm! Die Kindersicherung aktiviert. Ich weiß nicht genau, was die macht. Alarm! Ich vermute mal fast, dass die das Maß an anzuschauendem Blut irgendwie im Zaum hält. Also ich kann mir vorstellen, wenn man diese Option nicht setzt, dass das möglicherweise ein bisschen blutiger vonstatten geht hier. Hier hat es wieder jetzt haufenweise zugemauerte irgendwas. Beep, 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 beep. Das FBI unterhält Geheimbüros in Brooklyn. Dort haben sie den Kerl hingebracht. Schnell! 110 Sterling Street! Level abgeschlossen! Folgen Sie Major Jones. Jones darf nicht sterben. Also bis jetzt ist die ganze Sache schon ziemlich geradlinig eigentlich, aber auch unterhaltsam. Ach so, ich muss irgendwas machen, damit es weitergeht. Hier entlang. Wer ist denn Major Jones? Ist sie Major Jones? Scheint sich nicht sonderlich zu freuen, mich wiederzusehen. Ja, wenn ich wüsste, wer du bist. Ach, das war die aus dieser Schwarz-Weiß-Rückblende.
Müssen wir über die Mauer? Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Keine Ahnung. Muss ich jetzt hier irgendwie weiter? Nee. Da bin ich doch gerade erst hier hochgeklettert. Wo muss ich denn jetzt lang hier? Ah, jetzt passiert was. Hier, nimm. Na, dankeschön. Aber erstmal, dass ich hier rumlaufen muss wie ein Depp. Hakenaktion, um ihn abzufeuern. Okay. Wo ist denn der Haken? Ziehen Sie mit dem Haken. Drücken Sie auf Aktion. Zielen Sie mit dem Haken, drücken Sie auf Aktion. Ja, aber wie... Woher kommt denn der Haken? Ah, indem ich F drücke. Das sagt einem auch keiner in dem Spiel, ne? So, jetzt Aktion. Und jetzt kann ich irgendwie... Cool, jetzt kann ich quasi mit der Schusstaste, kann ich mir sie nach oben leiern. Hat ja putzig gemacht. Und du? Muss ich wahrscheinlich jetzt hier so... Auch eine Möglichkeit, mit der Situation umzugehen, ne? So. Haken. Aktion. Und hoch geht's. Und dazu gleich drücken Sie Aktion, um abzuspringen. Leute, ihr veräppelt mich doch. Muss ich erst irgendwie hin und her schwingen oder was ist das? Also nochmal. Nach oben. Jetzt gehe ich mal hier so ein bisschen nach hinten. Und jetzt. Klatsch. Okay, ich kann schwingen. Sehr schön. Ich warte auf den Anruf eines Informanten. Er weiß, wo Carrington festgehalten wird. Dort, in dieser Frau. Komm! Hier, nimm! Scharfschützengewehr. Ich finde Scharfschützengewehre einfach super. Sekundärwaffe zum Zoom. Was ist denn Sekundärwaffe zum Zoom? Was ist denn Sekundärwaffe? Manchmal ist es ein bisschen schwierig. So, Steuerung, Eingabeoption, Sichtoption, Bewegungsoption, weitere Option, Schussoption. Rechte Maustaste oder Alt-Rechts? Linke Maustaste, nächste Waffe einstellen. Ja, ist okay. Erstes Nachladen. Aber dann ist doch die rechte Maustaste, ist doch dann die Sekundärgeschichte, oder? So, ich habe jetzt hier dieses Ding. Ah, ich hatte die falsche Waffe. Okay, ich nehme alles zurück. So, da hinten ist doch einer. Gute Arbeit. Kletter auf der anderen Seite runter. Ich gebe dir Deckung. So, das sind die Sachen im Haken hier, ne? Zack. Alarm! Alarm! Was war das denn? Leute, das war doch gerade mal hüfthoch. Jetzt du. Wo jetzt? Was? Wie? Hä? Oh nee, jetzt muss ich diesen... Naja, Sniper macht ja Spaß. So, dann wieder nach oben.
So, dann schwingen wir uns mal kräftig hier rüber. Zack. Ich warte auf den Angriff eines Informanten. Er weiß, wo Carrington festgehalten wird. Dort, mit dieser Frau. So, komm, gib mir das Scharfschutzgewehr. Ja, damit. Sie sind außer Reichweite. Benutze das Zielfernrohr. Also, es zittert schon auch durchaus ein bisschen. Wollen wir die mal ins Knie schießen? Okay, also so Trefferzonen gibt es jetzt in dem Sinne nicht. Kletter auf der anderen Seite runter. Ich gebe dir Deckung. Na gut, dann. Alarm! Alarm! Wissen Sie Bescheid. Wir unterbrechen unser Programm für eine Sondermeldung. FBI-Beamte vereitelten einen Überfall auf eine Filiale der Winslow Bank und nahmen einen Verdächtigen fest, der in Verbindung mit dem Mord an Präsident Sherry steht. Nimm Anlauf. Ja, danke. Die Information hätte ein bisschen früher kommen müssen. Oh, hoffentlich nicht. Okay, Gott sei Dank. Nimm Anlauf. Verdammte Scheiße, hinter dir! Auch Cowboys sind nicht mehr das, was sie mal waren. Vorsicht, Scharfschütze! Was? Vorsicht, Scharfschütze? Wo denn? Das ist jetzt wieder so eine Sprungeinlage hier. Keine Zeit, die Aussicht zu beeilen. Hier, nimm das. Ja, da sitzt ja einer. Oh.
macht er die Ruhe weg, oder? Uiuiuiui, jetzt brauche ich aber langsam mal so ein bisschen. Mist, ich hätte dich nicht allein auf das Boot lassen sollen. Das sehe ich auch so. Oh, hier liegt doch ein Medipack. So, da kann ich doch jetzt hier eine. Oh, ich habe eine Menge davon, sehe ich gerade. Sehr gut. Gut, wie geht's weiter? Major Jones, wie geht's denn jetzt weiter hier? Jones, hören Sie mich? Ich habe die Information. Roger, ich höre. Carrington wurde von General Stanwell unter Arrest genommen. Er wird in Emerald festgehalten, einer abgelegenen Militärbasis in Dinner Palace. Ich muss noch herausfinden, warum Stanwell Carrington vom Pentagon kam. Ich bin sicher, dass Sie dort drinnen sind. Gib mir den Raketenwerfer. Jetzt kommen die Jungs mit dem Raketenwerfer. Stop, der Helikopter. Der hat jetzt mal einen Raketenwerfer auf mich geschossen. Hat es noch alle? Einmal so direkt in unmittelbarer Nähe mit dem Scharfschützengewehr. Ich kann die Landebahn nicht erreichen. So, was soll ich jetzt hier machen? Ah ja, okay. So, dann gehen wir mal an Bord des Helikopters. Was passiert hier? Oh, nee, 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 nee. Sie wird doch nicht ohne mich. Oh nein, verflixt. Da habe ich ein bisschen zu viel dumm gehandelt irgendwie. Folgen Sie Major Jones. So, jetzt bin ich hier wieder oder was? Jones, hören Sie mich? Ich habe die Information. Roger, ich höre. Carrington wurde von komm, hab ich, kenn ich doch. Er wird in Emerald festgehalten, eine abgelegene Militärbasis in Dinner Palace. Ich muss noch herausfinden, warum Stanwell Carrington vom Pentagon kam. Ich bin sicher, dass Sie dort drinnen sind. Gib mir den Raketenwerfer. Stop! Abhauen. Ach Quatsch, sowas macht die doch nicht. Aber hier waren doch eben noch ein Haufen anderer Gegner. Wo sind die denn jetzt hin? Level abgeschlossen. Juhu. Mit dem Vogel kommen wir nicht weit. Wirklich an nichts erinnern.
Hat auch so ein bisschen was Bondiges, oder? So von diesen alten Bond-Filmen. Diese Sean Connery-Bond-Filme. Gut, jetzt bin ich also hier in so einer Schneelandschaft. Ohne Genehmigung kann ich sie nicht passieren lassen. Hey, also auch alles ein bisschen abwechslungsreich. Nun gut. Wunderbar, wir speichern mal. Habe ich jetzt gespeichert? Also manchmal ist hier diese Maussteuerung im Menü, ist manchmal ein bisschen merkwürdig. Gut, wunderbar. 13 heißt das gute Spiel. Ist aus 2003, glaube ich, gewesen, für kleines Geld bei GOG zu haben. Und ich fand es jetzt eigentlich ganz spaßig. Wie fasse ich es zusammen? Also ich bin jetzt nicht endlos begeistert, aber es hat schon Spaß gemacht, auch zu spielen. Ich fand die Grafik interessant. Ganz cool gemacht. Das, wie sagt man so schön, dieses Trefferfeedback oder dieses Schussfeedback, das hat sich jetzt nicht so angefühlt irgendwie. Also wenn ich jetzt bei einem Unreal Tournament jemanden mit einem Scharfschützengewehr abschieße, hat sich's irgendwie, oh je, das hört sich jetzt wieder furchtbar an, hat irgendwie besser angefühlt. Also es hat sich irgendwie, es gab irgendwie ein besseres Feedback, fand ich jetzt, ja. Hier war das mit diesen Waffen, die haben sich auch nicht unterschiedlich angefühlt. Das fand ich jetzt nicht ganz so. Das macht die Sache, finde ich, dann immer so ein bisschen öde, wenn jede Waffe sich irgendwie anfühlt wie die andere Waffe. Klar, das Scharfschützengewehr hat halt diese Zoom-Möglichkeit. Mit der Schrotflinte konnte ich einem hier so ein mit dem Dings eins übergeben. Mit dieser Pistole konnte ich irgendwie 3 Schuss auf einmal dann abschießen. Aber so richtig geflasht hat es mich nicht. Die Story ist irgendwie, glaube ich, auch ganz, ganz witzig gemacht. Ich fand diese Zwischensequenzen auch gut. Ich ringe gerade mit mir so zwischen 3 und 4, muss ich sagen. Also 3 finde ich fast zu wenig, 4 finde ich fast zu viel. Aber ich versuche es irgendwie zu begründen, warum das so ist. Also ich war jetzt doch eine Stunde lang recht angenehm unterhalten von dem Spiel. Aber für 4 Fähnchen sind es dann doch so Sachen wie, dass man manchmal nicht genau weiß, wie man irgendwie was machen muss mit diesem Haken, mit dem Schwingen. Gut, kann man drauf kommen, ja. Oder dass eben dieses Trefferfeedback, das habe ich hier so ein bisschen vermisst. Boah, was mache ich denn jetzt damit? Ich glaube, es bleibt bei 3. Ich glaube, es bleibt bei 3, weil einfach so dieses Wow-Geil-Gefühl nicht so richtig da ist. Auch wenn es irgendwie spaßig ist. Aber irgendwie, ich sträube mich gerade so ein bisschen, die 4 Fähnchen zu geben, obwohl ich es gar nicht richtig begründen kann, weil eigentlich die Grafik ist gut. Die Level sind halt auch ein bisschen schlauchig, ne? Also die sind schon recht linear und manchmal mutet es halt auch so ein bisschen komisch. Also ich finde es halt, wenn ich direkt vor einem stehe und ihn 5-mal mit der Pistole irgendwie rumwuchte und habe nicht das Gefühl, irgendwas gemacht zu haben, dann fühlt sich's komisch an. Das ist, glaube ich, das, was mich gerade so ein bisschen am meisten jetzt hierbei stört. Aber ansonsten, ich meine, für 6 Euro ist es ein schöner Shooter, den man mal mitnehmen kann. Ja, nee, es bleibt bei 3 Fähnchen. Doch, 3 Fähnchen. Das ist aber auch okay. Aber wie gesagt, für das Geld, also da finde ich das schon auch okay. Und der Grafikstil ist gut gemacht. Wenn man vielleicht auch so ein bisschen so James Bond-Filme mag, das scheint mir so ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Also da ist dieser Präsident erschossen worden und ich war es gewesen oder auch nicht. Und versuche meine Unschuld zu beweisen und kämpfe da anscheinend auch irgendwie gegen so einen Superschurken. Ja, passt schon. 3 Fähnchen sind es auf jeden Fall. Wunderbar. Macht Dinge, die euch Freude bereiten. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.